Nee, Pebas. Du musst zuhören. Gerade gesagt, uns fehlt ein Pipi. Pass mal auf. Ah, okay, ich kann nicht weiterlaufen. Das ist ja auch sehr geil, Akuso. So vom Design her. Wir stellen uns jetzt tatsächlich mal dahin. Und gucken, was passiert. Einfach so für die Lolz. Gucken wir mal, was passiert. Wir stellen uns jetzt hier hin und warten, bis ein Bus an uns vorbeifährt. Ja? Wir ziehen das jetzt einfach durch. Das ist ja offensichtlich Trick 17. Einfach hier am Straßenrand stehen und warten, bis einer vorbeifährt. Ich kann ja nochmal die Päckchenliste durchgehen, was wir nicht gesammelt haben. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, wir hatten in Staunton Island alle 69, bevor wir nach Shawset Vale gegangen sind. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ne? Wenn jetzt einer vorbeifährt, ne, dann ist das Spiel der größte Witz aller Zeiten. So, wir gucken nochmal. Kuppel des westlichen Damms haben wir. Kuppel des östlichen Damms haben wir. Turm des ersten Damms haben wir. Unterer Damm Helikopterlandeplatz haben wir. I sing WAP bap badadai da da WAP bap badadai da da WAP bap badadai da 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 everybody sing WAP bap badadai da da WAP bap badadai da da WAP bap B A D A B A B A B A D A. Dafür sage ich jetzt nicht danke. Das nehme ich hin. Hinter einem Felsen an der Ecke des Dammgebäudes an der Felswand haben wir. Hinter dem Haus ganz im Westen haben wir. Veranda des dritten Hauses vom Westen haben wir. Veranda des vierten Hauses vom Westen haben wir. Kolumbianisches Anwesen im Pool haben wir. Joseph Vale Picknicktische haben wir. Fudge Packing Factory über den Mauern, von da aufs Dach in das eingezäunte Gebiet. Haben wir. Cedar Grove im Tunnel hinter dem Unterschlupf. Ist immer noch falsch. Es ist nicht im Tunnel, es ist unten an der Brücke. Jetzt regnet's. Hinter der Polizeidienststelle auf dem Dach. Haben wir. Pike Creek hinter dem Gebäude zwischen den Ölfässern. Haben wir. Hinter dem Unterschlupf Werbetafel und Toys Lieferwagen. Haben wir. Witcher Gardens, Eingang zum Apartmentkomplex. Haben wir. Witcher Gardens zwischen den Apartmentgebäuden. Haben wir. Im Auftrag meines Mandanten G0N Bissell verkünde ich voller Stolz, dass er mit großem Vergnügen am TR allen teilnimmt, Rechnung folgt. Oh, ich liebe den Bot manchmal. Ich möchte bitte am TR Ollen teilnehmen. Dankeschön, Saul Goodman. A.K.A. Danke, Gian. TR Ollen.
So, Pike Creek auf dem blauen Container auf dem Parkplatz östlich vom Krankenhaus. Der ist blau, aber den haben wir. Hinter dem Krankenhaus haben wir. Wie ihr mich trollen wollt mit dem scheiß Bus, Alter, ob ich nicht da hingucken würde. Auf dem Dach nehmen Sie die Treppe beim gegenüberliegenden Gebäude und springen Sie hinüber. Haben wir. Pike Creek zwischen der Rückwand und der Turtlehead Garage. Haben wir. Witcher Gardens unter der Holzbrücke. Haben wir. Flughafen gegenüber vom Parkplatz. Haben wir. Und alle anderen am Flughafen haben wir halt auch hundertprozentig auch. Hundertpro. Verzweifelt. Wie finden wir das letzte Paket? Mach mal auch mal mit Papa. Danke, Lord Numix. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Leute. Ich kann es mir auch nicht alles erklären. Wir müssen das Päckchen irgendwo gesammelt haben. Ich bin dann gestorben und habe das Spielstand neu geladen. Ich kann es mir auch nicht anders erklären. Schönheit, weil gesund bist eh. Wow. Und schön nicht? Wow. Tief verletzt. Das ist ja ein Nachtspiel und da können wir uns ja dumm und dämlich suchen. Fuck. Also irgendwie ist diese Taktik hier stehen bleiben und warten, bis der Schulbus kommt, auch ziemlich scheiße, oder? Hauptsache, es fahren 400 Security Cars vorbei, ne? Mega Joe, meinst du? Aber was für ein Päckchen könnte ich da in der Nähe gesucht haben? Das am Pier? Das ist echt das Dümmste, was ich je machen musste. Noch so ein Security Car, ich raste aus. Haben wir schon probiert, Flo. Ja, Killer, ich kann lesen. Ich bin schon ungefähr 5-mal heute um die Uhrzeit da vorbeigefahren. Was willst du von mir hören? Ja, Lexa, das denke ich halt auch. Das denke ich halt auch. Ich bin mir da auch relativ sicher, weil als wir das 69. gesammelt haben, haben wir das auf der Brücke gesammelt. Da bin ich mir halt auch sehr sicher. Ja, John, natürlich. Ich bin mir auch sicher, ich bin mir sicher, dass wir irgendwas in Shoreside Vale nicht haben. Ihr könnt jetzt noch 100-mal schreiben, dass der scheiß Bus um 9.23 Uhr da steht. Wie oft soll ich euch denn noch sagen, dass wir um 9.23 Uhr da schon 100.000-mal standen? Ich werde mich jetzt keinen Meter fortbewegen. Ich werde jetzt da mich nochmal 5 Minuten hinstellen, hol mir ein Bier und warte, bis der scheiß Bus kommt. Das wird mir zu blöd. Kann nicht sein, dass ich jetzt eine Stunde meines Lebens hier verblemper. Und eures Lebens leider auch noch. Und dieser scheiß Bus nicht spawnen. Ich will das Spiel doch einfach nur beenden. So viel Pech kann nur einzelner Mensch nicht haben. Nee, Blacks auf dem Airport habe ich safe alle. Bin mir sehr sicher.
Ja, ein paar Partybus und so, ich hoffe. So, damit der Bus jetzt nicht vorbeifährt, während ich das Bier hole. Jack, du geile Sau, vielen Dank für deinen Sub, Mann. Ich finde das sehr geil, dass ein Sub rauskommt, während wir hier auf nichts tun eigentlich. Vielen lieben Dank, ich weiß das sehr zu schätzen. So. Ja, Lipster, der fährt zu jeder Zeit da vorbei. Ja. Danke Ubisoft natürlich auch für den Support. So. Wenn der Bus nicht vorbeifährt, bis dieses Bier alle ist, ruf ich bei Rockstar an. Auf euch, dass ihr den Scheiß mit mir durchsteht. Vielen lieben Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Ah, lecker. Und natürlich auch auf euch und den ganzen Support. Ohne euch könnte ich das nicht machen. Vielen lieben Dank. Und wir machen kein SR an. Niemals. Wir stehen das jetzt genau so durch. bei Anruf Rockstar oder so. Ja, wir können Musik machen, aber dann darf das keine Musik sein. Ja, Elsiflo, ich denke nicht. Wir können Musik anmachen, es muss aber Musik sein, die ich hier abspielen darf. Oh shit, das geht ja gar nicht. Ach doch, wisst ihr, wofür ich keinen Ärger krieg? Motor aus, du verbrauchst unnötig Diesel. Ich wünschte, es ginge, dann wird mir der Sound nicht so auf den Sack gehen. Ah. Wir warten auf den Schulbus. Wenn der um 9.23 Uhr nicht kommt, ne? Never trust Chat. Das ist verkacktes Spiel, Mann. Warum kann mir das nicht so passieren wie vor 4 Jahren? Als mir der Bus wohl offensichtlich vor die Fresse gefahren ist. Ich finde den GTA-Marathon so geil. Das weckt Erinnerungen. Gleich wieder Vice City Renaissance. Sehr geil. Ich würde auch ganz gerne Vice City starten, aber... Ich muss um... Da ist einer! No way! No way! No way! No way! No way! Leute! Leute! Bier aufmachen ist der Shit im Leben! No fucking way! Was? Du Hure! Nicht da einsteigen, du dummer Claude! Ich glaube, es hackt! Das heilige Bier. Gibt nichts Besseres. Ist unfassbar. Ist jetzt schon wieder eine Geschichte fürs Leben. Und jetzt sind da 400 Busse. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht, dass das gerade passiert ist. Und jetzt fahren sie an jeder verkackten Ecke, Mann. Unbelievable. Dann machst du einmal kurz Musik und Bier an, hast keine 2 Schluck genommen, dann spawnt die Scheiße, nachdem du eine Stunde suchst, ey. Unfucking fassbar, Mann. Ja, Ramona, es ist ja auch so. Es ist unsere Energie. Der Titel des Songs war God Will Soon vom Life is Strange Soundtrack. Ja, die haben wohl offensichtlich immer unterschiedliche Farben. Ich dachte auch, der wäre immer nur rot. Unfassbar. Tja, man darf einfach nie gehen. Wärst du mal in der Minute gegangen? Da ist der Rote. Wärst du mal in der Minute gegangen, wo ich in der Minute weg war? Ja. Extra Pause gedrückt. Ha ha ha!
Für den treuen Konsum haben wir einen Busbon organisiert. Sammeln Sie weiter Kronkorken. Ja, geliebtes Augustina, mache ich. We did it. Sammelfieber, Baby. We did it. Oh, Gott sei Dank. Jetzt können wir uns immer einen Mr. Whoopi holen. Wisst ihr was? What can I say except you're welcome for the wonderful world you know. Wisst ihr was? Das habt ihr jetzt davon. Herrlich, Leute. Es ist schon wieder der absolute Traum hier. Ich glaub das nicht. Wir sind fertig mit der Scheiße, ey. Okay, Punkt und Mr. Rupi Hype. Ich kann nicht mehr. Danke, Heinrich. Na Julian, jetzt klappt das ja mal. Jetzt sehen wir uns ja heute etwas länger am Abend. Oh, ich kann nicht mehr, ey. Fantastisch. Ja, Spider-Kicks, das ist der Plan. Ich würde jetzt ganz gerne Don Last Mission machen. Achso, stimmt, ich sollte speichern. Oh lol. Stimmt. Das sollte ich. Ja, ich speichere ja schon, ist ja gut. Lirolas, dankeschön. Auch an dein Sub, Mann. Vielen lieben Dank. Richtig, die Down and Love Mission mit Whoopi. Oh, es war gerade so ruhig. Oh, Mann. Oh. Oh. Selbstzerstörung aktiviert. Okay, und Mr. Whoopi aktiviert die fucking Zerstörung. Dankeschön, Mr. Whoopi, für diesen Support, Mann. Vielen, vielen lieben Dank. Und Lirolas, danke schön für deinen ersten Sub hier auf dem Channel. Vielen lieben Dank. Das steht ja mein Barracks noch. Okay.
Die Melodie hörst mich nicht mehr auf, ey. Subchat läuft. Ey, es sind noch 103 Subs bis zum Mr. Whoopi Emote. Der Mr. Whoopi ist despawned. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Oh, Heinrich. Danke. Okay, und Mr. Whoopi. Ihr seid so fertig, ey. Ein Hoch auf unser Busfahrer und nicht schubsen, du hast Whoopies im Kofferraum. Ich hab Whoopies im Kofferraum, wie gut. Ja, Mann. Ciao, nein, dankeschön. Die Whoopies im Kofferraum. Leute, ich sag's euch, wenn wir wirklich bis GTA 5 noch 103 Subs zusammenkriegen, gibt's ein Mr. Whoopi Emote für irgendwann im Marathon noch. Das verspreche ich euch. Dann könnt ihr eskalieren. Oh, ihr seid wirklich genial. Vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll, ey. So lange haben wir auf den GTA-Marathon gewartet. Ich starte ihn. Es ist ungefähr das Schönste überhaupt und ihr seid so geil drauf. So viele Leute dabei. Irrsinniger Support. Großartig. Vielen, vielen Dank. Ach, meine Hormone. Hoffentlich finden wir noch ganz viele GTA-Begeisterte während dieses Marathons. Da würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Oh Mann, ey. Unfucking fassbar. So, wir machen jetzt Donald Love erstmal. Mit dem Barracks sollte das einigermaßen hinhauen. Hoffentlich. Auch wenn das im Tunnel relativ ätzend wird. Das kriegen wir schon hin. Das ist aber in der Tat eine Kackmission hier. Weil Eskorten sind immer scheiße. Na komm, fahr los. Ja, wir haben den Bus, wir schaffen heute die 100% noch. Und wenn wir die ganze Nacht nach dem letzten Paket suchen, mir scheißegal, wir ziehen das heute durch, Leute. Und wenn das bis 4 Uhr morgens dauert, wir finden heute das letzte Paket. Und wir werden das heute 100% durchspielen. Ich glaube, dass manche Donations im Chat nicht angezeigt werden, liegt daran, dass der Bot nicht hinterherkommt. Aber ich bin mir nicht sicher. Wenn ich heute Nacht wieder vom Whoopi träume. Es war ganz schlimm, ne? Bei dem zweiten Stream, ne? Ich hab wirklich die Augen zugeschlossen und diese fucking Whoopi-Song ist in meinen Ohren ertönt. Das ging echt gar nicht. Ja, Brock, das machen wir auch gleich. Aber die Mission können wir vorher noch machen. Die ist okay. Man soll Asuka vorher machen, weil Don und Love die Main Story beendet. Deswegen. Das stimmt, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr Fake-Namen in euren Donations benutzt, weiß ich natürlich nicht, von wem die Donations sind. Obviously. Alle einmal berühren, die Dinger machen so viel Schaden, Mann. Fuck. Nein, nein, nicht dran.
Im Tunnel eskaliert es eh. Nee, ich hoffe jetzt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, im Tunnel passiert sogar ehrlich gesagt gar nichts. Hör auf, dir selbst Schaden zu geben, Mann. So, hier kommt keiner mehr, meine ich, bis zum Ende. Doch, hier spawnt noch einer, oder? Okay, hier spawnt keiner. Ey, Tosendi. Stehen die da jetzt schon? Ne, stehen noch nicht. Warten wir, bis er spawnt. Ja, wir haben das Ende noch nicht gespielt, Tosani. Alles cool. Spawnt er jetzt gar nicht, wenn ich da hingucke? Normalerweise spawnen hier welche, aber ich glaube, es liegt daran, dass ich da stehe. Schneller, schneller, schneller. Alter, fahr dich nicht kaputt da hinten. Rammen Sie weg, rammen Sie weg, rammen Sie weg, rammen Sie weg. Nicht wieder hier. Fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Oh Gott, nein. Oh, oh, ich sterbe, oder? Oh Gott. Oh Gott, Glück gehabt. Gott sei Dank, das war eine eklige Mission. Halt! Dich kann man gut. Hallo, 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 hallo. Oh Gott. Okay, okay. Calm down. Calm down. Das sind drei. Vier Cops! Leute, seht ihr das? Vier Cops. Okay, ist mir egal. Ist mir egal. Dass der Cop da ausgerechnet da stand, ey. So eine beschissene Scheiße. Naja, Leute, jetzt sind wir einmal gestorben. Ne, das stimmt nicht. Zweimal gestorben. Und einmal verhaftet. Boah, sind alle Waffen jetzt weg, wa? Boah, gut, dass das so eine gute Bremse hat.
Ja, krass, Fionn, dann hast du jetzt das Bonfire, wenn du nicht mehr Erster wärst. Aber ich befürchte, du wirst so schnell von 1 nicht verdrängt werden. Danke, Fionn. Hey. I'm hot tonight. Wir machen jetzt die Bürgerwehrmission fertig. Warte, was soll ich mit den 2,5 Millionen machen? Da können wir uns einfach die scheiß Waffen wieder kaufen. Ich nehme das jetzt nicht mehr so eng. Ich sehe das jetzt nicht mehr so eng. Quasi, Ramona. Fast. Weiß nicht, May. Kann man so ein eigenes Badge einstellen? Davon keine Ahnung, Mann. Weiß nicht, ob man die freischaltet. Was die Bits bringen? Die bringen mir Unterstützung. Ah, na Quatsch. Oh, wow, Tian. Das ist natürlich nicht schön zu hören. So, wie viel fehlen uns hier noch? 8 oder so? Ach, der ist unten. Ne, der ist hier. Aber wirklich, hat's überlebt? Yo, sie hat einfach einen Flammenwerfer in der Hand. Läuft bei ihr. Ehrlich jetzt. Ehrlich jetzt. Hi, Tiasna. Steig da ein jetzt! Vielleicht schaffe ich es in 44 Sekunden. Ich habe 44 Sekunden Zeit, das mit einer anderen Karre zu machen. Kontrolle, nein, nein. Ne, der überlebt? So, mir wurscht, hab's ja geschafft. Brechen wir die halt ab, suchen wir uns eine neue Karre. Ich setze es am Hüter am Arsch, Mann. Die Wolf-Kurve. Quasi. Don't touch. Ernsthaft jetzt? Lass mich in Ruhe. Mann, lass mich in Ruhe! Hey, I got your plane. Oh, da war ein neuer Bulle. Naja, gut, ja, und so ist es manchmal. Ne? Nicht schön, aber ja. What are you doing?
War hier nicht. Hier war doch eine Polizeistation, ne? Ja, aber geil, wenn ich jetzt nicht mehr gejagt werde. Danke. Och, Gott. Boah, geht mir die Bullerei auf den Sack. Deren verdammte Autos dauernd zu sind. So, muss ich mich jetzt auch irgendwo hinstellen, bis die Bullen kommen? Oder wie läuft der Hase hier? Was machst du eigentlich, wenn die 100% in GTA 5 verbuggt sind? Dann mach ich halt nicht die 100%. Who cares? Nachspielen, das kann man später. Wir spielen dann quasi GTA 5 einfach so lange, wie wir Spaß daran haben. Und dann hören wir auf damit. Ja, 1000 die der Mr. Woodby Hype wird auch in Vice City weiterlaufen, weil ich gehört habe, dass wenn ich ihn wegnehme, kriege ich Ärger. Pebas, alle Informationen findest du im Discord. Was macht er denn da? What the fuck? Okay. Machen wir so. Yes, der kommt mir entgegen. Er sollte mir entgegenkommen, wenn er nicht... Sehr gut. Ja, sollten jetzt circa... LOL! Wie das Auto einfach nicht mehr explodiert ist. Wir sollten circa 85% haben. Oh nö, jetzt habe ich 2 Sterne.